Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt 30.de mit dem Ausblick für die Kalenderwoche 22 und einer Rückschau auf die Kalenderwoche 21. Ja, dieses charmante Lächeln von Christine Lagarde wurde ihr entrückt, nachdem die Heilsbringerin der monetären Glückseligkeit weitere 600 Milliarden aus dem Füllhorn schüttete. 1,2 Milliarden waren es ja davor, 600 Milliarden kommen nochmal dazu. Dazu bleiben monatliche Käufe von 20 Milliarden und alles, was an den eingelagerten Papieren fällig wird, wird reinvestiert und das mindestens bis 2022. Donald Duck könnte es in seinem Geldspeicher eigentlich nicht besser haben. Ja, das hat natürlich Auswirkungen auf die Kurse gehabt, wenngleich das Ganze meiner Meinung nach ausgewählten, bereits vorher bekannt gewesen sein dürfte, denn wie die Märkte losmarschiert sind, also besonders der DAX, der sich zeitweise besonders vom Dow komplett abkoppelte. Da gehe ich mal davon aus, da wussten einige Bescheid und da waren vielleicht auch einige von denen, die Bescheid wussten, also aus dem inneren Kreis der EZB nicht so schweigsam, wie sie eigentlich sein sollten. Denn man muss sich natürlich im Klaren darüber sein, wenn ein 600 Milliarden Programm vorbereitet wird, dann macht das Frau Christine ja nicht in ihrem stillen Kämmerlein, sondern da sind Dutzende Banker, Fachleute, Angestellte der EZB daran beteiligt und wer weiß, ob dem einen oder anderen nicht vielleicht schmunzelnd mal eine Bemerkung herausgerutscht ist, an der richtigen Stelle natürlich, dass da ein dickerer Käfer um die Ecke kommt als vermutet. Ja, Sonntagstrader, einer bei uns im Blog, der sagte, oder schrieb in der letzten Woche, frei nach Giuseppe Morati. Die schlechte Nachricht ist in den Charts zu sehen, nur die Nachricht fehlt noch. Denn wir haben ja nach wie vor auch bärische Figuren im Chart, wenngleich man wahrscheinlich im Moment das Gefühl hat, es kann nur noch weiter nach oben gehen. Und das mag auch so sein. Aber, wachsen Bäume in den Himmel? Warten wir es mal ab. Letztlich ist es ja doch so, wenn zum Beispiel Zentralbanker sagen, wir müssen hier ein starkes Zeichen setzen, dann ist das in der Realität einfach nur das größte Subventionsprogramm, das die Welt je gesehen hat. Und dieses gesamte Finanzkonstrukt wäre ohne das Eingreifen der Zentralbanken zum Scheitern verurteilt. Eigentlich ist das Gegenteil eines freien Marktes und die angeblich so starke Wirtschaft ist aus meiner Sicht aktuell ein Kartenhaus, das von auf Knopfdruck geschaffenem digitalen Geld gehalten wird. Das kann natürlich länger anhalten, als es einigen lieb ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Problem gelöst wird. Es sei denn, man könnte eine kleine Geschichte in die Realität ummünzen. Diese kleine Geschichte spricht von einem ruhigen Tag in einem kleinen Dorf. Die Sonne ist heiß, die Straßen sind menschenleer und die Zeiten sind hart, denn jeder ist verschuldet, jeder lebt auf Kredit. Und an so einem besonderen Tag kommt in dieses kleine Dorf ein Zentralbanker und er hält am Gasthof mit Pension an und fragt nach einem Zimmer. Er würde sich gerne die verfügbaren Zimmer alleine anschauen und legt als Sicherheit einen 100-Euro-Schein auf den Empfangstresen, um sich die Zimmer auszusuchen oder das Zimmer auszusuchen, wo er die Nacht verbringen will. Und sobald der Banker die Treppe hinaufgeht zu den Zimmern, schnappt sich der Besitzer, der fest daran glaubt, dass der Banker die Nacht bleiben wird, den 100-Euro-Schein und rennt nach nebenan, um seine Schulden beim Metzger zu begleichen. Der Metzger wiederum nimmt die 100 Euro und rennt die Dorfstraße hinunter, um seine Schulden bei dem Schweinezüchter zu begleichen, denn der hat schon mehrfach gemahnt. Und der Schweinezüchter nimmt die 100 Euro und macht sich auf den Weg, um seine Rechnung im ortsansässigen Futtermittelgeschäft zu begleichen. Ja, und dem Inhaber dieses Futtermittelgeschäftes fällt ein, dass er die 100 Euro gar nicht in seine Kasse legen kann. Also rennt er los, um seine Schulden bei der örtlichen leichten Dame zu begleichen, die nämlich ebenfalls schwere Zeiten durchlebt hat und ihre Dienste im Vertrauen auf spätere Bezahlung verrichtete. Ja, und sobald diese Dame die 100 Euro in den Händen hält, eilt sie blitzschnell zur Pension, wo diese Geschichte startete, und begleicht ihre Rechnung, diese Zimmerrechnung,
bei dem Besitzer. Tja, und in diesem Moment kommt der Banker die Treppe hinunter und sagt, dass er kein passendes Zimmer gefunden habe, nimmt den 100-Euro-Schein vom Tresen und verlässt das Hotel. Tja, das wäre vielleicht mal eine Geschichte, über die Frau Lagarde nachdenken könnte. Vielleicht löst sich ja die ganze Schuldenproblematik auf so eine Art und Weise. Gut, fangen wir mal mit den, nicht mit den Charts, sondern mit unserer Ergebnisliste an. Montag, 310 Punkte Gap Up, 434 Punkte Zugewinn. Mittwoch, 125 Punkte Gap Up, 466 Punkte Zugewinn. Der Donnerstag mit Frau Lagarde, ein, ja, mehr oder weniger Schiebetag. Der Freitag legte nochmal drauf, 134 Punkte Gap Up und 417 Punkte Zugewinn. Und damit haben wir unter einer durchschnittlichen Volatilität der vier Tage, denn der Montag war ja ein Feiertag bei uns, eine durchschnittliche Volatilität von 277 Punkten gehabt und wir haben gegenüber der Vorwoche 1260 Punkte zugelegt und gegenüber Monatsultimo des Vormonats 1986 Punkte. Das ist bedeutend und es zeigt eben auch, da habe ich in der vorvergangenen Woche drüber gesprochen, dass hier tatsächlich im Bereich der Monats-Fibonacci-Marke 11.056 eine Base gebaut wurde, von der aus diese Rallye startete. Denn es ging ja bereits hier am 25. Mai mit dieser, ja, mit diesem fast schon obszön zu nennenden Run los. Ja, nun wollen wir uns mal anschauen, was DAX uns zu erzählen hat. Beginnen wir mal mit dem 5-Minuten-Chart. Das ist der letzte Freitag gewesen. Und das, was hier grau eingefasst ist, leider hat mir IG Markets die indikativen Daten für den Montag, wo der DAX oder der Xetra DAX ja geschlossen hatte, in den Chart gemalt. Sei es drum, als wir am Dienstag aufmachten, taten wir das mit 310 Punkten Gap Up. Und diese wichtige Marke, die ich in der letzten Woche genannt habe, 11.812, nämlich die 161.8 Ausdehnung. Kleine Sekunde, ich ziehe das mal hier rein. Die hatte ich ja gezeigt. Das ist das Tief aus 2003 gewesen, 2188. Die 8.136 war diese 13 Jahre andauernde Seitwärtsphase. Hier ist die 161er Ausdehnung und hier ist die 200% Ausdehnung. Und ich habe das Ganze Topping-Zone genannt. Und tja, zu diesem Zeitpunkt standen wir noch bei 11.487. Da sind wir jetzt mittlerweile deutlich drüber. Das heißt, diese 11.812, die ist förmlich überrannt worden. Aber wir hatten sie am Donnerstag zuvor mehrfach hier im M5 angelaufen, sind am Freitag dann mit einem Gap-Down gestartet. Die Indikation dann am Montag, als der Xetra geschlossen hatte, die poppte ebenfalls mehrfach exakt auf diese 11.812 an, lief dann nochmal runter zur 61.8 Fibonacci-Erholung der Abwärtsstrecke seit Allzeit hoch. Ja, die hielt und dann ging es zumindest in der Indikation nach oben und hier haben wir dann am Dienstag eröffnet. Und es ging mit dem, ja, ich sag's mal, perfekten Abarbeiten von Marken weiter, nicht? Wir sind hier in das ABC-Ziel aus dem Stundenchart H2 reingelaufen, 11.950, das wurde hier um 9.45 Uhr erreicht, kurzer Rücksetzer drüber, Abschiedskurs nach oben, punktgenau auf das 3-Drive-Ziel aus dem H4, zeige ich noch, 12.058, die Marken waren ja auch letzte Woche schon im Chart, punktgenauer Aufsetzer runter, nochmal ein Abschiedskurs am ABC-Ziel aus dem Stundenchart H2 und dann wurde der Handel hier mittig in dieser Zone beendet, um dann mit dem Mittwoch nach oben zu gappen und sich auf die 200 SMA zu setzen, die zu diesem Zeitpunkt bei 12.134 verläuft, aktuell 12.136. Punktgenauer Aufsetzer und dann ging es in die nächste Zone hoch. Ja, das war hier einmal im Hoch die vorherige, also als wir noch nicht abgestürzt waren, die X61.8 Marke aus 2019. Hier hatten wir das Ziel der Seitwärtsrange erreicht, zeige ich auch noch. Ja, und hier waren zwei Marken, die mir wichtig waren. Wyckoff
Resist-Zone, ich zeige den Wyckoff-Chart heute noch, und das Ex-Allzeithoch 12.391. Und da hat es dann hier, da ist die 76er-Erholung, also das, die nächste Erholung nach der 61.8, die hier unten zu finden ist. Und da hat es dann hier so von Mittwoch und Donnerstag einige Versuche gegeben. Das hier war die EZB, da ging es dann zunächst einmal runter und dann wieder rauf. Aber die 76.4 Erholung war eine Bremse. Sie wurde hier nur kurzfristig überschritten. Hier gab es eins auf dem Kopf. Dann, ich sag mal, im Bereich der EZB-Sitzung, Vorfreude wahrscheinlich. Hier nochmal und geschlossen wurde dann hier an der Wochenmarke aus 2019. Wer länger zuschaut, erinnert sich an die 12.440 und Schlusskurs am Donnerstag war 12.430 und dann ging es mit dem nächsten Gap-Up nach oben. Und das, was wir hier haben, ist die obere Trendlinie des Kanals aus dem Stundenchart H2, auch schon seit einigen Wochen gezeigt. Klingeling, klingeling, klingeling und dann gab es nochmal einen Rücksetzer, noch ein bisschen Gewurstel und es ging nach oben. Tja, und was haben wir jetzt vor uns? Am Montag bei 12.896, eine meiner Meinung nach ganz wichtige Linie, die wir uns noch im Tageschart anschauen, das ist nämlich die OT, also die obere Trendlinie der abgearbeiteten, deshalb X, Wolfowave aus dem Tag. Diese monstermäßige Wolfowave, die implodierte. Und wir haben bei 12.947 eine, so glaube ich, wichtige Marke aus dem Tageschart und wir haben das Allzeithoch aus Juni 2017, also drei Jahre, 12.951. Halte ich für eine ganz wichtige Zone und die 12.947 erkläre ich gleich noch. Ja, und falls auch das überwunden werden sollte, dann habe ich hier oben noch ein ABC-Ziel aus dem Tageschart bei 13.140 und eine eigene Marke über deren Ursprung, da gibt es noch mehr oberhalb. Das sind eigene Marken und da werde ich vielleicht im Blog mal drüber reden, wie ich auf diese Marken gekommen bin, weil das möchte ich nicht so sehr verbreiten. Ja, also auf jeden Fall am Montag würde ich mal, sofern die Reise weitergeht, 12.896 und 12.951 beachten. Das ist ja nicht so viel Schmalz, was da angelaufen werden kann. Und hier glaube ich, da wird es in dem Bereich möglicherweise stocken. Ja, ansonsten hatte ich ja gesagt, dass sofern wir über diese Marke laufen, 161.8, long war es sowieso schon die ganze Zeit, auch immer wieder in den Ausblicken geschrieben, aber mit dem Überwinden dieser Marke 11.812 ist DAX eben einfach ausgebrochen und hat weitere Ziele, die wir in den Charts hatten, abgearbeitet, aber er kommt jetzt, glaube ich, an seine Grenzen. Ja, wo können die liegen? Wenn wir mal in den Tageschart schauen, dann sehen wir hier eine mögliche ABC-Bewegung. Die beginnt hier am Tief 8.255. Sie läuft hoch am 30.04. haben wir bei 11.235 ein Hoch gemacht. Dann gab es eine Konsolidierung nach 10.160. Wird in der Zukunft auch noch eine wichtige Marke sein. Und diese erste Bewegung von 8.255 nach 11.235, die war 2.980 Punkte hoch. Und wenn wir nach dieser Konsolidierung an die 10.160 die 2.980 als nächste Bewegung zur C setzen, dann kommt 13.140 heraus. Ja, und die 12.947, die ich eben zeigte, die bildet sich aus diesen Tiefs, die wir hier im Jahr 2019 hatten, zum Ende des Jahres. Denn wir hatten ja nicht nur eine gewaltige Wolfowave im Chart, wir hatten auch ein bärisches, steigendes Dreieck dort. Und wir haben, das ist der 2.12. gewesen, 12.964 Schlusskurs, der 3.12. 12.927, nicht Schlusskurs, tief. Der 10.12. 12.886, der 6.1. 12.948, dann haben wir hier nochmal ein Tief bei 12.973 gemacht und hier nochmal ein Tief bei 12.987. Das sind sechs Tiefmarken gewesen, die, wenn ich sie dann multipliziere und durch sechs teile, einen Durchschnittswert von 12.947 ergeben. Somit haben wir 13.140 als ABC-Ziel,
Wir haben die 13.156, eine persönliche Marke von mir, und wir haben den Durchschnittswert dieses gebrochenen Bodens, der ja mit, also jetzt nicht schuldig, das ist natürlich offiziell Corona, aber der in Gemeinschaft mit der Wolfowave für einen kräftigen Absturz sorgte. Und das bedeutet, dass ich hier mal in diesem Bereich die Farbe Lila reinsetze. Das wird schwierig, glaube ich. Es ist natürlich möglich, dass dieser Wahnsinn sich fortsetzt und dass wir möglicherweise am Montag nochmal deutlich höher gappend in den Markt kommen. Aber warten wir es mal ab. Wir wissen natürlich, dass, ich weiß nicht, wie die EZB-Bilanzsumme aussieht, aber ich glaube, sie nähert sich irgendwie der 6-Billionen-Grenze. Es ist natürlich klar, wo soll dieses Geld hin? Denn es landet ja nicht dort, sage ich mal, wo es verkonsumiert wird. Also wir bekommen ja keine Lohnerhöhungen oder Steuererleichterungen oder was weiß ich was. Das Geld geht ja eigentlich in die großen Institute. Es werden Staatsanleihen gekauft. Frau Christine Lagarde wurde zum Beispiel gefragt, ob sie dann von diesen 600 Milliarden auch Junkbonds, also Schrottpapiere, kaufen würde, wie es in den USA ja bereits angedacht und auch getan wird. Und da hat sie dann tatsächlich sich geäußert und gesagt, das haben wir nicht diskutiert. Also, und das ist wahrscheinlich keine Lüge, aber es ist eine Frechheit. Denn wenn dort Zentralbanker zusammensitzen und über 600 Milliarden, und davon gehören Deutschland ja mal anteilmäßig rund 28%, wenn über 600 Milliarden diskutiert wird, dann wird sicherlich auch darüber gesprochen werden, wo und wie man sie investiert. Aber wenn dann die Zentralbanker dort zusammensitzen und sagen, ja, da könnte ja eine Frage kommen, ob wir auch Junkbonds kaufen, und dann vielleicht ein oder zwei oder drei Banker sagen, ja, dann diskutieren wir darüber doch am besten gar nicht, dann können wir nämlich antworten, wir haben das nicht besprochen. Also das finde ich schon frech. Und eigentlich bedeutet es, sie werden es tun, denn die EZB muss ja nicht offenlegen, was sie kauft. Gut, fernab der Politik auf jeden Fall, das ist für mich eine, sagen wir es mal so, nicht unbedingt eine Toppingzone, aber eine Bewährungsprobe dieses dramatischen Anstiegs. Das ist eine Fahnenstange ohnegleichen. Und ja, müssen wir mal nächste Woche schauen, ob es dort Wirkung gegeben hat oder nicht. Zur Unterseite ist das eine glasklare Sache jetzt. Wir achten auf die 12.488, denn das ist die 76.4 Erholung dieser Abwärtsstrecke. Und wir achten mal auf dieses Ex-Allzeithoch 12.391. Das ist wichtig. Es hat damals eine wichtige Rolle in dem 5-0-Pattern gespielt, was leider ja, nicht so aufgegangen ist, wie wir oder wie ich das gehofft habe. Aber nichtsdestotrotz, die 12.391 hat oft eine Rolle gespielt und ich sagte es ja schon im letzten Ausblick, DAX vergisst keine Marken. Ja, und wenn wir hier cratern sollten, also nicht Rücklauf und weiter nach oben, sondern wenn wir tatsächlich einen Tagesschluss unterhalb dieser engen Zone erleben, dann achten wir natürlich auf die 200 SMA, denn wie wir hier sehen, am 3.10.2019 war das eine Stütze und hier ist über viele Tage bereits an der 200 SMA gekämpft worden, bevor die Kurse dann wieder nach oben gezogen wurden. Also, ja, und ich sag mal 12.136 bis 12.488, das ist ja nun nicht so ein großer Bereich. Aber zunächst einmal diese beiden Marken. Und richtig böse, oder Korrektur einleitend, und damit meine ich dann wirklich deutlich Korrektur einleitend, wird es für mich unter der Monatsmarke 161er Ausdehnung 11.812 zur wichtigen 61.8 Erholung 11.679. Wenn diese blaue Zone wieder unterschritten wird, dann haben wir entweder hier oben ausgetoppt oder sind direkt runtergelaufen. Wir wären dann auch unter der 200 SMA und dann könnten wir vielleicht mal Gegenschub erleben. Bis das aber nicht passiert, bis also diese beiden Marken und möglichst auch diese Zone nicht gebrochen sind und das hier als Vorwarnsystem, bleibt DAX long, eindeutig. So, dann gucken wir nochmal kurz in den Wolfowave-Chart hinein. Wir sehen ja hier dieses schöne Ding, was dann nicht nur hier Zieleinlauf hatte, sondern auch noch deutlich tiefer lief. Und damit müssen wir natürlich auch nochmal auf den Spökenkicker zu sprechen kommen, der durch diesen fulminanten Anstieg nicht gerade wahrscheinlich geworden ist. Denn der hat ja seine Linie hier am 19.06. Das ist nicht mehr weit weg. Und
Mir fehlt im Moment wirklich die Fantasie, dass wir von 12.850 jetzt runterlaufen könnten auf 9.909. Also dafür würde es ein, dafür müsste es eine News geben, eine Bad News geben, die sich gewaschen hat. Ich wüsste nicht, was ich mir da im Moment vorstellen könnte, was so einen Rutsch auslöst. Nichtsdestotrotz, die Frage war ja einfach, hat Corona im Grunde das vorweggenommen, was wir hier erwartet haben? Denn wenn wir den Zeitpunkt jetzt mal hier hinlegen würden und gesagt hätten, das hätte hier sowieso geknallt, also dieser Anstieg, der hat ja irgendwo auch keine Kraft mehr gehabt. Und hier hatte sich ja auch ein steigendes Dreieck gebildet, was wir eben gesehen haben im Tageschart. Also schauen wir mal. Ich rechne nicht mehr zwingend damit, aber um auf der Oberseite begrenzende Marken nochmal zu nennen, die untere Trendlinie dieser Wolf Wave, die hat ja zwei Auflagepunkte. Und wenn wir da mal schauen im Rücklauf, was der DAX da gemacht hat. Solche Linien bleiben wichtig, nicht? Da ist er hier am Donnerstag unten an die Linie gelaufen und hat eins auf den Kopf gekriegt. Und wie wir wissen, ist er ja am Freitag mit einem satten Gap-Up nach oben gelaufen und hat sich mit seinem Popo direkt auf diese Linie gesetzt. Und das bedeutet nicht, dass er schwach ist, aber es bedeutet, dass er, aus meiner Sicht, dass er diese Linie erkannt hat. Und wenn er diese Linie erkannt hat, dann wird er auch diese Linie erinnern, denn das ist ja die obere Trendlinie der großen Wolf Wave. Und das Linchen wird am Montag bei 12.899, also Runde 12.900 verlaufen. Auf die kann man auch nochmal achten. So, und wenn wir die 12.900 nehmen, da habe ich noch eine Marke vom Vortag drin. So, da müssen wir mal die 12.900 daraus machen. Ja, das muss ich dann manchmal live machen, wenn ich durch die ganzen Charts nicht so sauber durchgegangen bin. Das passiert schon mal. So, auf jeden Fall ist das die Zone eben, die obere Trendlinie der Ex-Wolf-Wave aus dem Tageschart 12.900. Und hier haben wir eben die 12.947 gezeigt und erklärt und das alte Allzeithoch aus Juni 2017. Schauen wir mal, was da passiert. So, nach dem Tageschart gucken wir in den 4-Stunden-Chart hinein. Da haben wir eine bärische Wolf-Wave. Ja, und diese bärische Wolf-Wave ist hier in den Überschussbereich gegangen, von dem ich ja auch sprach und sagte, dass wir mal schauen müssen, was da passiert. Hat sich hier am Freitag mit dem Gap aus diesem Überschussbereich herausbegeben, was kein Problem ist, denn der reicht bis 12.990. Ja, hier ist die 200 SMA, wo wir nochmal sehen können, wie er sich da wunderbar mit seinem Hintern draufgesetzt hat. Und hier haben wir diesen Mittelwert aus dem Sechsfachboden, 12.947. Hier haben wir das ABC-Ziel, 13.140. Und sofern das überwunden wird, hätten wir vielleicht noch hier einen Gap bei 13.494. Aber so weit denke ich im Moment nicht. Das ist für mich hier der Bereich, der in den kommenden Tagen wichtig wird. Und das, was ich im M5 gezeigt habe, nämlich den 3-Drive, das war diese Formation 1 mit 1.882 Punkten, Konsolidierung, nächster Anschub mit 1.898 Punkten, Konsolidierung, nächster Anstieg, ebenfalls 1.898 Punkte. Und wenn wir mal schauen, dann hätte eigentlich nach einem 3-Drive, ist es absolut normal, dass, egal ob es eine Aktie oder ein Index ist, konsolidiert wird. Anstieg, runter, Anstieg, runter, Anstieg und dann gibt es normalerweise eine Konso. Die gab es dann hier auch mal über 2-4 Stunden Kerzen und dann gab es das nächste Gap ab auf die 200 SMA. Also insofern alle Formationen abgearbeitet, sauber abgearbeitet, fast schon zu perfekt, wenn man sich das anschaut. Ja, da sitzen also interessierte Kreise irgendwie am Hebel, die auch von, ja, weiß ich nicht, Logarithmen unterstützt werden. Wir müssen mal gucken, wie lange das hält. Im 2-Stunden-Chart sehen wir den ansteigenden Kanal, den ich jetzt korrigiert habe. Danke, Joe, du hast es im Blog, glaube ich, am Freitag gepostet. Ich hatte ja hier unten den Auflagepunkt gemacht und habe den zweiten, ich muss das mal groß aufziehen,
habe den zweiten hier angelegt, weil es bei den ersten beiden Auflagepunkten zur Oberseite besser passte. Jetzt macht es, nachdem aus dem Kanal ausgebrochen wird, macht es Sinn, diese Linie hier anzusetzen. Also insofern, wir sind dabei, aus diesem langlaufenden Kanal jede Kerze 2 Stunden auszubrechen. Hier sind nochmal die Ziele der Bullenflagge, das ist dieses Ziel abgearbeitet, 61.8 erreicht, die 100% der Cup and Handle, hier war dieses 3-Drive-Ziel, was ich eben im H4 zeigte, bei 12.058 abgearbeitet, das Ziel der Seitwärtsrange, das ist diese lange Seitwärtsrange, von der ich ja immer sage, eine Seitwärtsrange, die verlassen wird, baut ihre innere Höhe nach oben oder nach unten ab. Das heißt, wenn wir das hier ansetzen, dann sehen wir hier das Ziel 12.294. Das ist also auch abgearbeitet. Ja, und die obere Trendlinie bei 12.684 am Montag. Schauen wir mal, ob er da einen Abschiedskurs macht, wieder reinfällt oder sich eben auch deutlich nach oben bewegt, um das abzuarbeiten, was ich eben im Stundenchart H4 zeigte. Fakt ist mal, dieser Kanal hat eine Steigung von 250 Punkten in der Woche und DAX hat eben, wenn wir mal die Tage seit dem 14.05. uns anschauen, er hat eben nicht nur diese Steigung noch steiler gemacht, sondern er geht aktuell tatsächlich auch aus der oberen Kanalbegrenzung heraus. Also das wird eben nicht ewig so weitergehen können, das muss jedem klar sein. Die Frage ist eben einfach, kriegen wir eine kleine Korrektur und dann möglicherweise wieder eine Seitwärtsphase bis zum nächsten Ausbruch oder kriegen wir mal eine knackige Korrektur. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick in den Wyckoff-Chart. Tja, also das Distributionsschema ist eindeutig angeschlagen, nicht? Also es ist sauber gezeichnet, aber bei 12.375, das ist die Resistance-Zone. Ich habe mich versucht, da in den letzten Tagen noch mal ein bisschen einzulesen. Es gibt durchaus zwei Meinungen. Also, es gibt Puristen, die sagen, es darf keinen Wochenschluss oder beziehungsweise in der Zeiteinheit, in der man eben chartet, über der unteren Resistance geben. Und es gibt andere Leute, die sagen, nee, also die endet erst hier oben, erst mit Überschreiten der 13.597 wird das hier kritisch zu betrachten sein. Also, ich lasse das mal offen. Da gibt es dann auch immer zwei Wahrheiten. Ich würde einfach sagen, diesen Wyckoff-Chart schauen wir uns weiter an. Wir haben hier diesen Anstieg mit einer Konsolidierung, aber das geht so steil. Also ich meine, klar, kann es natürlich möglich sein, dass wir hochlaufen in den Bereich 13.597 und dann möglicherweise auch 14.000 anlaufen. Genügend Geld ist da. Aber wir haben eben auch die bärische Wolf-Wave, die nicht zwingend etwas werden muss. Aber sie ist da und sie verliert ihre Gültigkeit erst am 19.06. Und das ist, schrieb, glaube ich, in der letzten Woche ein Leser oder Zuschauer als Kommentar, Hexensabbat, also dreifacher Verfall. Und zum Verfall wird ja manchmal geschoben, zur Ober- oder zur Unterseite. Wenn es zur Oberseite passiert, können wir das natürlich abhaken, dieses Figürchen. Und wenn es zur Unterseite passiert, müssen wir mal schauen. Wichtig für das Fortleben dieser Wolf-Wave hier im Stundenchart H4 ist eigentlich nur, dass sich der Kurs noch vor dem Apex-Punkt, also dort, wo sich die beiden Keiltrendlinien treffen, unterhalb der unteren befindet. Das wäre also zum jetzigen Zeitpunkt der Bereich 10.940 und je enger wir uns dem Apex-Punkt annähern, der Bereich 11.300, wäre natürlich immer noch 1.500 Punkte abwärts. Aber wie gesagt, diese Figur ist da und es ist wie mit allen Figuren, egal ob es sich um Dreiecke, um Wolf-Ways handelt, man chartet sie, man rechnet Ziele aus, in diesem Fall braucht man sie nicht ausrechnen, weil das Ziel wird ja definiert, indem man die Linie oder eine Linie von 1 durch 4 zieht und man hat dann eben einen Zielbereich und entweder gehen diese Figuren auf oder nicht. 100% Trefferquote gibt es bei keiner Figur, aber wir haben es oft genug gesehen, wie viele Wolf-Wave top ins Ziel gelaufen sind und insofern schauen wir einfach mal entspannt ab, denn wir sind ja, oder ich bin zumindest nicht Short, ich habe meine Marken, an denen ich einen Short ins Auge fassen würde und die habe ich ja im Tageschart gezeigt. Gut, der Monatschart ist nicht so wichtig, da hatte ich ja nur diese Topping-Zone vorhin schon gezeigt, die 11.812, das wäre für mich ein ganz wichtiger Indikator, wenn das wieder brechen sollte. Aber
Vorher haben wir noch andere Marken, die wichtig sind. Gut, dann mal rucki-zucki weiter. Euro-US-Dollar. Da hatte ich dieses symmetrische Dreieck gezeigt. Das Tief 1.064, das Hoch dieser Formation 1.115. Daraus konnten wir ein statistisches Ziel errechnen, nämlich 58% der inneren Höhe bei 1.125. Das ist erreicht worden bereits hier am Mittwoch, dem 3.6. Jetzt sind wir drin, das Bonusziel, das 100% Ziel bei 1.146. Ob das noch erreicht wird, weiß ich nicht. Diese Figur ist jedenfalls mit dem statistischen Ziel abgearbeitet. Wenn sie das 100% Ziel erreicht, ist gut. Wenn sie es nicht erreicht, ist auch gut. Müssen wir uns anschauen, was da im Euro-US-Dollar passiert, wenn es da News gibt. Natürlich im Blog, da fragen ja auch einige immer wieder nach, die am Bereich FX irgendwie aktiv sind oder interessiert sind. Der Euro-Stoxx 50 auch nur kurz angerissen. Wir haben ja einen elendig langen Kampf hier an der 38er Erholung gehabt, die gleichzeitig das Tief aus Dezember 2018 war. Ausbruch, dann ging es wieder runter, nochmal wieder 4-5 Tage gearbeitet, ja, und dann als die Vorfreude oder die Vorinformation dessen, was Frau Lagarde verkünden würde, kam, zog die Nummer nach oben. Das ist eine Broadening-Top-Formation, so ein Schnabel 1, 2, 3, 4, 5, Ausbruch und das 100%-Ziel. Das könnte deutlich höher führen. Das statistische Ziel, das habe ich jetzt nicht ausgerechnet, dürfte ungefähr so in diesem Bereich 3.400, 3.450 liegen. Aber wer am Euro-Stoxx interessiert ist, der ist jetzt über seine 61er Erholung drüber, nachdem er hier 2 Tage lang gearbeitet hat. Und das ist nach unten für ihn erstmal eine wichtige Marke. Und solange die hält, ist eben hier aus der alten Fibonacci-Strecke die 3.382 wichtig. Da hat er am Freitag schon mal dran gearbeitet und das nächste Ziel wäre die 76.4 Erholung, also die Fibo-Erholung, die DAX schon gemacht hat. Im S&P, der ist mir wichtig in dieser Woche, deswegen muss ich trotzdem nicht viel drüber reden. Wir haben die 200 SMA überwunden, vom Tief 2191 sind wir wieder in die Nähe des Allzeithochs 3393 gelaufen. Wir haben hier an der 76.4 Erholung, die der DAX bereits gemacht hat, 2 Tage gearbeitet. Mit dem Gap nach oben 2 Tage gearbeitet, ein Doji gemacht, eigentlich eine Unsicherheitskerze, Freitag plopp. Aber ohne große Erklärung zeige ich mal das hier. Das ist ein Wochenchart. Und was das da oben ist, das weiß wahrscheinlich auch jeder, der sich ein bisschen mit Charts beschäftigt. Das ist nämlich ein möglicher Diamant oder ein mögliches Broadening Top, je nachdem wie man sieht. Müssen wir schauen, wie das auf dieser Seite abgearbeitet wird. Das werde ich ab sofort im Wochenchart enger beobachten. Denn wenn wir haben so einen Diamanten ja bei Boeing gesehen. Wir haben auch schon im DAX welche getradet, habe ich in verschiedenen Ausblicken schon gezeigt. Und solche Diamantformationen haben Ziele, die wir errechnen können. Und manchmal arbeiten sie eben auch entsprechend violent. Ob das hier der Fall sein wird, wissen wir nicht, müssen wir abwarten. Was wir aber zum jetzigen Zeitpunkt sagen können, wenn in der kommenden Woche die 3.300, 3.320 überschritten wird und wir tatsächlich ein Allzeithoch machen, dann wird so ein Diamant unwahrscheinlicher. Dann könnten wir es möglicherweise trotzdem noch mit einem Broadening Top zu tun haben, müssen wir beobachten. Aber falls hier eine Diamantbewegung stattfindet, dann könnte das unangenehme Marktbewegungen geben. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das auslösen könnte. Im Moment ist ja Friede, Freude, Eierkuchen. Viele Milliarden, viele Billionen, die in die Märkte gepumpt werden. Und wie will man sich dagegen argumentativ wehren? Fällt schwer im Moment. So, schauen wir noch kurz auf die Nasdaq.
Auch eine mögliche bärische Figur, die mit dem, im Wochenchart wohlgemerkt, die mit dem Diamanten harmonieren würde. Das ist kein Diamant, aber das, was wir hier sehen, ist ein mögliches Ascending Broadening Wedge und damit das Gegenteil eines Descending Broadening Wedge, wo ja der Kurs von unten kommt, die 1 macht, die 2, die 3, die 4, die 5 anläuft, oft dann an der 5 nochmal richtig rumzickt und dann Kaweng nach oben ausbricht. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gezeigt und erklärt. Das ist das Gegenstück. Das ist nämlich eine nach oben gerichtete, sich öffnende Formation, die in der Mehrzahl statistisch bärisch ausbricht, also einen Rücklauf macht, sobald die obere Trendlinie, die 5, gemacht wurde, denn erst dann validiert sich das. Die liegt in der kommenden Woche bei 10.160 und damit jetzt nicht Welten entfernt. Würde also, sage ich mal, zu einem Anstieg im S&P gar nicht mal so unpassend sein. 3.300, da fehlen hier eben noch so irgendwas um 120 Punkte. Das passt also zur Nasdaq. Aber, sage ich ja schon seit einigen Wochen, nicht proaktiv shorten, warten, bis diese Formationen sich validieren, sich aktivieren und dann auch darauf warten, dass wichtige Marken gebrochen werden, und da gebe ich mir immer große Mühe, dass wir die auch treffen können. So, wir haben hier, wie auch im DAX, eine bärische Wolf-Wave, die wir von 1, 2, 3, 4 zur 5 zählen können. Zwei Andocker, der blaue Überschussbereich, und ich habe hier einfach mal das Ascending Broadening Wedge aus dem Wochenchart im Nasdaq mit eingezeichnet. Da wäre ja zumindest in der kommenden Woche bei 10.160 würde sich dieses Ascending Broadening Wedge aktivieren. Das heißt, die Nasdaq dürfte hier in der kommenden Woche noch nach oben laufen in den Überschussbereich. Und wenn wir da mal schauen, wo das ist, dann würde das ebenfalls im Bereich 16., 17., 18., 19. Juni liegen und damit auch in dem Bereich des großen Verfalls im DAX und dem Spökenkicker-Chart und allen anderen Sachen. Aber auch das ist kein Grund zu shorten. Ich sag mal, wenn es hier in der Nasdaq wieder unter 9736 geht und Richtung Unterseite, dann kann man vielleicht mal den Zeh ins kalte Wasser halten. Ansonsten sollte man sich darauf einstellen, dass hier das möglicherweise noch sauber abgearbeitet wird, bevor dann tatsächlich mal etwas passiert. Der Dow Jones, auch hier sehen wir 200 SMA, einen Tag, zwei Tage gekämpft, am dritten Tag rums nach oben. Der hat ja hier in diesem Bereich einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, eigentlich siebenmal an dieser alten 61er und der aktuellen 61er Erholung gearbeitet. Da ist der DAX schon deutlich weiter gewesen. Da haben wir uns gefragt, wie kann es sein, dass der DAX irgendwie über seine 61.8 Marke rüberläuft und der Dow Jones noch irgendwie einige hundert Punkte davon entfernt ist. Aber es war so, und jetzt sind sie alle über die 76.4 Marke gelaufen, und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Für den Dow Jones klare Sache, 26.888 muss jetzt halten, 26.555, zweimal Schnapszahl, und die 200 SMA, die am Montag bei 26.344 verlaufen wird. So, das waren die Indizes. Details natürlich im Chart. Vollkommen klare Sache. So, dann wollen wir uns einmal Adidas angucken. Da habe ich hier in der Kalenderwoche 21 gesagt, wir haben eine mögliche ABC-Bewegung, A, B, C. Wir haben eine mögliche Bullenflagge. Und da standen wir bei 199. Das heißt, das hatte ich auch schon diese Bullenflagge hatte ich auch schon in den Ausblicken zuvor gezeigt. Da schauen wir mal rein und was sehen wir? Die ABC ist fertig und von 197 in diesem Fall, das Tief lag hier noch bei 189, sind wir jetzt hoch nach 265, haben das Ziel dieser ABC-Bewegung bei 257 erreicht. Das ist ja auch schon mal ein schöner Stiefel gewesen. Und Adidas hat sich ja eigentlich im Synchrontanz mit dem DAX dann auch mal mit dem Popo genau auf die 200 SMA gesetzt. Und nun müssen wir mal schauen, ob die 257 hält. Tut sie das, dann ist aus Fibonacci-Sicht 280 das nächste Ziel. Und
Ja, tut sie das nicht, dann werden wir entsprechend Konsolidierungslevel einzeichnen müssen. Wir haben ja eine Anstiegsstrecke, eine kleine und auch die große von hier unten. Das heißt, wenn uns die große interessiert, würden wir hier ansetzen und hier zum Hochgehen entsprechend die Fibo umdrehen. Versperrt uns ein wenig der blaue Kasten da die Sicht. Und dann würden wir eben, wenn es dann am Montag abwärts ginge, wissen, ein bullisches Konsolidierungslevel wäre 240,68, also die kleinste Konsolidierung, die man machen kann, gefolgt von der 38er bei 225. Aber wie gesagt, das machen wir im Block und werden das auch entsprechend eng beobachten. Square wurde in der letzten Woche gefragt, will ich nur mal kurz zeigen. Diese Linien sehen parallel aus, vielleicht sind es aber nicht, denn wenn ich das hier anlege, sieht man, dass die untere steiler fällt. Das heißt, wir haben es hier mit einem Ascending, mit einem Descending Broadening Wedge, also der bullischen Variante zu tun. 1, 2, 3, 4, 5. Und am Freitag wurde der Ausbruch versucht. Gelingt der, ist das erste Ziel die 1, also 101,10. Das statistische Ziel aus dieser Bewegung 141,94. Das 100% Ziel, Bonusziel muss nicht erreicht werden bei 153. Und das statistische Ziel 141,94 korrespondiert mit der 161er Ausdehnung dieser Strecke, also von der 1 runter zur 4, nicht? Das ist hier die 0% und 100% Ausdehnung, die 161er bei 143,59. Also wenn das hier erreicht werden sollte und man ist in dieser Aktie oder geht in dieser Aktie, dann sollte man dort zumindest mal über eine Realisierung von Teilgewinnen nachdenken. Dann schauen wir uns Daimler noch kurz an. Haben wir eine bullische Wolf-Wave, einen schönen tiefen Unterschießer in diese Überschusszone gemacht und Daimler nähert sich jetzt der unteren Trendlinie. Das könnte interessant sein, wenn sich die Erholungen in den Indizes fortsetzen. Das wissen wir ja nicht. Aber die untere Trendlinie dieser Wolf-Wave am Montag bei 40,55, die obere bei 45,40. Und wenn man sowas traden möchte, dann geht man eigentlich an der unteren Trendlinie, wenngleich dort eben das Risiko besteht, dass es nochmal zickt. Aber natürlich auch die Möglichkeit, dass es mit Schmackes oben herausgeht. Dann geht man bei solchen Formationen, wenn man das dann möchte, wenn man das Money Management beobachtet, etc. pp. Nicht beobachtet, beachtet. Dann geht man dort long und setzt seinen Stop kurz unter die 34, also unter die Mindesterholung 23,6. Und wenn man dann so einen Kasten hier in Rot mal als Risiko betrachtet, dann würde man, wenn man da kurz unterhalb ausstoppt, ich sag mal von 34 bis 40,55, würde man eben ins Risiko gehen. Und wenn wir dann schauen, bis zur möglichen Ziellinie bei 63,90, sicherlich nicht in 3-4 Tagen, sondern über die Zeit, das wäre dann praktisch das Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt, dem Risiko 1 würde uns ein CRV oder eine Chance von 4 gegenüberstehen. Das bedeutet, das wäre ein sehr attraktives CRV, denn wenn wir 100 € riskieren, könnten wir 400 € Gewinn machen. Das ist ein schönes CRV und oder wäre ein schönes CRV und ich bin jetzt bei Daimler irgendwie nicht so drin. Ich weiß nicht, ob das ein Strohfeuer wird oder nicht, aber ich sehe eine Wolf-Wave, die hier auch schön umschmeichelt wurde, die stimmig aussieht. Sie hat einen schönen Unterschuss gemacht. Sie hat sich hier nochmal am Unterschussbereich verabschiedet nach oben. Und sofern 40,55 und 45,40 sinkt natürlich im Laufe der Woche, der Wochen, gebrochen wird, könnte hier eine Erholung stattfinden und macht sich sicherlich auch hier an der 38er Erholung 42,20 fest. So, was haben wir noch? Wirecard, ja, da schrieb ich im Blog, weil da ging es, irgendjemand hatte sich über die Shorts aufgeregt. Sicherlich auch zu Recht, weil Wirecard ist ja auch medial heftigst angegriffen worden. Nur, das ist etwas, tja, wie soll ich das sagen? Ich bin mal in einer Aktie drin gewesen, Dendrion hieß sie, gibt es mittlerweile nicht mehr, ist irgendwie Chapter 11, also pleite gegangen und anschließend dann ist die Karkasse verkauft worden. Der CEO damals war ein Herr Mitch Gold, der ja größenwahnsinnig wurde. Eigentlich ein Top-Produkt, es ging irgendwie um Prostatakrebs und
nicht autoimmun, sondern es ging um eine Immunisierung dagegen, indem man Blut aus dem Körper des Patienten entnimmt, diesem Blut gewisse Informationen gibt, das Blut reinjiziert und dann diese reinjizierten Zellen die Krebszellen angehen. Also ein schönes Konzept, die haben auch FDA-Zulassung gekriegt und alles Mögliche. Worauf ich aber hinaus will, Shorts sind Profis. Damit meine ich jetzt nicht uns Kleinanleger, weil wir können keine Kurse bewegen, aber große institutionelle Shorts oder Hedgefonds, wenn die irgendeine Aktie anschießen, dann haben die einen Grund. Warum haben sie einen Grund? Wenn wir mit, ich sag mal, 10.000 Euro long gehen in irgendeine Aktie und diese Aktie geht pleite, oder das Unternehmen, was dahinter steht, dann haben wir 10.000 Euro verloren. Mehr können wir nicht verlieren. Wenn wir aber in eine Aktie mit 10.000 Euro Short reingehen und die explodiert nach oben, dann sind unsere Verluste unbegrenzt. Und als Beispiel, deswegen nannte ich Dendrion, ich erinnere das sehr genau, ich war, das ist viele Jahre her, ich war abends noch in einem US-Board, wo ich Mitglied bin, und ein sehr geschätztes Mitglied schrieb dort, Marius, du solltest einen Long riskieren am Wochenende oder heute Abend, das ist ein Freitag gewesen, da stand der Kurs so bei 2,70, 2,80. Er sagte, ich glaube, ich weiß es nicht, es war irgendeine FDA-Entscheidung, und er sagte, ich bin mir zu 98% sicher, das Ding klappt, riskiere ruhig mal was. Und das habe ich getan und habe Summe X, die gar nicht mal so klein war, investiert und habe für 2,70 Dendrion gekauft, und als der Handel am Montag begann, machte die Aktie, glaube ich, bei 22, 23 auf und schoss nach 10 Minuten Sell-Off wieder nach oben, und ich habe irgendwann am späteren Nachmittag für um und bei $26 verkauft. Das war also mein erster Ten-Bagger. Und warum erzähle ich das? Zu diesem Zeitpunkt hatte Dendrion eine Short-Quote, ich glaube, von 27% oder 28%. Das heißt, da waren Leute mit vielen, vielen, vielen Millionen drin, und wer dann nicht entsprechend Geld Margin zur Verfügung hat, um das abzudecken, also um das mal im Vergleich zu machen, wenn ich von den 10.000 Dollar sprach, wer da also bei 2,70 seine 10.000 Dollar Short in Dendrion hatte, der war am Montagmorgen, als das Ding aufmachte, 95.000 Dollar hinten. Und große Shorts gehen also substanziell in Aktien rein. So, long story short. Wenn also so viele Shorts in Wirecard drin sind, dann haben sie zumindest mal einen Hebel. Es reicht nicht, ein paar Journalisten zu bestechen, um irgendwas zurechtzuschreiben und Anleger zu verunsichern. Das klappt vielleicht über einen Zeitpunkt oder einen Zeitraum von 1, 2, 3 Monaten. Das, was wir hier aber sehen und was wir auch jetzt am Freitagabend gehört haben, dass die Staatsanwaltschaft Durchsuchungen gemacht hat und so weiter. Leute, glaubt mir das. Die großen Shorts, das sind Profis. Die arbeiten mit Privatdetektiven, die arbeiten mit allen möglichen Mitteln, die durchforsten Firmen, die sprechen Angestellte an, weil, nochmal, die können richtig Geld verlieren. Wer long ist, kann nur seinen Einsatz verlieren. Shorts können komplett rasiert werden, bis zur Kastration. Das, was in der letzten Woche wahrscheinlich mit vielen Shorts im DAX und im Dow und im S&P passiert ist. Insofern kann ich im Moment zu Wirecard nichts sagen. Man muss abwarten, was sich dort ergibt. Aber wir haben nach wie vor eine sich in der Mehrzahl statistisch bullisch auflösende Formation. Wir haben die 1, die 2, die 3, die 4, die 5. Wir haben einen extrem tiefen Rücklauf gemacht, sind aber nicht unter die untere Trendlinie gelaufen. Und, zumindest das ist mein Stand, die Mindesterholung 92,72 der Strecke hoch 159,80 zu diesem Tief ist am Freitag noch nicht verloren worden. Also abwarten, vorsichtig sein, wer irgendwie noch die Möglichkeit zur Vorsicht hat, also auf jeden Fall andersherum, nachkaufen im Moment würde ich nicht. Und ansonsten kann ich nur sagen, nach unten auf die 92 und natürlich besonders auf die 72 achten, und sobald das Ding über 105 gehen sollte, warum auch immer, könnte es interessant werden, und die obere Trendlinie schauen wir uns dann in der kommenden Woche nochmal an, falls sich da Positives vermelden lässt. So, die deutsche Lufthansa, eine bullische Wolf Wave, 1, 2, 3, 4, Überschuss an der 5, und ich muss es mal aufziehen, der Überschussbereich ist ja die Kopie der oberen Trendlinie, wenn wir die hier ansetzen, an die 3,
Nicht verschieben, oh Gott. Jetzt habe ich gerade. Ich mach mal die FIBO einfach da an. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. So, ich wollte löschen, habe verschoben. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Wir sind diesen Überschussbereich sehr genau angelaufen und wieder nach oben. Hier am Donnerstag auf die untere Keiltrendlinie gesetzt und am Freitag nochmal angezogen. Kleine Sekunde, ich mache die Fibos nochmal schnell neu. So, jetzt haben wir es wiederhergestellt. Hoffe ich jedenfalls, dass es einigermaßen genau ist. Ja, ist es. Worum geht es nun? Die 23er Mindesterholung dieses Absturzes von 31 runter nach 7, die wartet bei 12,74. Wenn sich die Lufthansa in den kommenden Tagen in diesem Bereich hier so vorarbeitet, also jetzt nicht nach oben stürmt, mir wäre es tatsächlich am liebsten, wenn sie die obere Keiltrendlinie anlaufen würde zu einem Zeitpunkt, also wenn sie es dann überhaupt tut. Aber mir wäre es lieb, wenn das passieren würde, synchron zur 23er Mindesterholung. Denn wenn es dort durchginge, wäre es im Grunde ein doppelter Widerstand oder ein doppelt bullisches Zeichen. Mindesterholung überschreiten, gleichzeitig aus der Wolf Wave heraus, dann hätten wir über die Zeit ein Ziel. Also aktuell liegt es im Bereich 18,62 und könnte sich dann, wenn sich das zeitlich ein bisschen ausdehnt, bis zur 50% Erholungsmarke 19,14 ergeben. Aktueller Kurs im Bereich um 11 könnte also lukrativ sein. Als Stop allerdings hätte man hier keine andere Möglichkeit, als das letzte Tief als Stopp zu nehmen. Das heißt, das CRV-Verhältnis ist nicht so blendend, aber die bullische Wolf Wave ist da und solange wir nicht wieder unten herausrauschen und unter die 702 gehen, ist zumindest mal die Ziellinie 1 durch 4 Anlaufpunkt. Ja. Das Gold. Ja, Gold. Grauenhaft, nicht? In der letzten Woche habe ich ja gesagt, hier schöner Abschiedskurs, sehr burschikos und ungewöhnlich, weil normalerweise findet er an der oberen Trendlinie statt und dann brach das wieder aus. Am Montag gab es auch nochmal einen kleinen Schub nach oben. Ja, und nun sehen wir eben, dass das passiert, was oft passiert, wenn die Märkte anfangen zu rennen. Gold wird fallen gelassen und möglicherweise auch torpediert. So nach dem Motto, haben wir euch doch gesagt, dass der wahre Wert im Papiergeld liegt und nicht im Gold. Müssen wir abwarten. Die gemessene Strecke aus dem symmetrischen Dreieck. Das statistische Ziel war ja 1771, wir sind mit hoch 1765 da irgendwie 6 Dollar dran vorbeigeschrammt. Ist schade. Also ich fände es schöner, wenn wir hier wirklich einen Andocker gemacht hätten, die 6 Dollar noch und dann runter. Dann hätte ich gesagt, gut, die Formation ist aufgegangen. Da fehlen 6 Dollar, insofern, ja, bis zur 123er Extension ging es. Ich wüsste im Moment nicht, was mit Gold passiert. Also, eins ist schon mal klar, diese Formation muss weg. Möglicherweise muss ich mich in den kleineren Zeiteinheiten mal umschauen. Aber im Moment habe ich da wenig Meinung zu. Also, was man jetzt, wenn eine Konsolidierung eingeleitet wird, tun kann und tun müsste, wir müssten eben hier oben an das Hoch heran, die Fibo-Sequenz umdrehen. Ja, und dann hätten wir schon mal von diesem Tief zu diesem Hoch bei 1691 die 23er Mindesterholung gemacht, die bullisch wäre. Und wenn wir jetzt gerade mal sehen, da haben wir hier auch zweimal aufgesetzt, aber das ging am Freitag verloren. Und die 38er Konsolidierung dieser Aufwärtsstrecke wartet bei 1645. Die wäre langfristig gesehen auch noch bullisch. Erst unter 1608 und besonders 1571 würde das Ganze nicht mehr so schön aussehen. Aber ich gucke mir Gold zum nächsten Ausblick nochmal ein bisschen genauer an. So, Silber. Auch schade. Kurz vor der 5 knickt das Zeug wieder ein, nicht? Tolles Descending Broadening Wedge. Wir haben ja hier die Cup-and-Handle-Formation gehabt. Das statistische Ziel bei 1866, das 100% Ziel bei 2009, nicht 2000, das sind immer Kommaverschiebungen. Also 1586 war die Nackenlinie, 1866 das Ziel und das Bonusziel 2039. Und was macht Silber? Also kurz bevor diese Formation nun valide wird, Auflagepunkt, Auflagepunkt, hier wartet die 5, also ähnlich wie beim Gold. Coitus interruptus, nicht? Also man denkt, jetzt kommen schöne Gefühle und dann
wird man irgendwie am Nacken gepackt und weggezogen. Sorry. Müssen wir auch warten, nicht? Also, über 1768 sollte Silber schon wieder ansteigen. Ansonsten könnten wir auch hier tiefer konsolidieren. Vielleicht in den Bereich 61. Möglicherweise wird diese Linie backgetestet. Das hängt, glaube ich, mit den Märkten, mit der Geldflut zusammen und mit gewissen Interessenslagen, Silber und Gold nicht in ungeahnte Höhen steigen zu lassen. Ja, denn irgendwie sind ja, sage ich mal, Sachen, die physisch tastbar sind, in Konkurrenz zu dem Cash. Egal, ob es sich um Gold, Silber, Palladium, um Ländereien, um Häuser, was weiß ich was handelt. Und fällt mir nicht weiter, nicht mehr viel ein. Aber was wir sagen können, falls am Montag die Sachen wieder eindrehen, 1852, 1850, dann könnten wir das statistische Ziel auch noch anlaufen. Ich würde es mir wünschen, dass sich dieses Descending Broadening Wedge aktiviert, denn dann hätten wir schon eine schöne Strecke vor uns. Denn das statistische Ziel aus dieser Formation läge bei 25,44 und 26,90, das 100% Ziel und damit noch oberhalb der 161er Extension. So, US-Rohöl. Da habe ich ja, nachdem wir die 4 gemacht hatten, das muss irgendwann hier in diesem Dreh gewesen sein, das ist ein 4-Stunden-Chart, von der 5 als Anlaufpunkt gesprochen. Die ist zweimal, dreimal, viermal und einige Tage angelaufen worden. Und ich habe gesagt, ich weiß, weil da hatten wir ja noch Katastrophenstimmung, nicht? Ich weiß nicht, was so ein Lauf im Öl auslösen sollte, aber es ist in den Charts. Ja, und wie wir sehen, wir haben das erste Ziel, die 3, angelaufen bei 31,57. Wir haben aufgesetzt. Dann sah es fast nach einer Schulterkopf-Schulterformation aus, nach oben gezogen. Das Ziel 1 dieser Formation, dieses Hoch aus März 2020 angelaufen bei 36,59. Und wir sind fast schon an die 138er Extension gelaufen. Und ich weiß natürlich nicht, was mit Öl passieren wird. Das kann hier nach unten knallen, wenn wir einen Double Dip in den Indizes kriegen und durch irgendeine News jetzt eine Korrektur kommt. Aber ich bleibe dabei, dass irgendwo in diesem Bereich genannte absurde Ziel liegt bei 51,62 und das 100% Ziel bei 56,44 und das entspricht 55,4, die 5 hätte da noch gefehlt, nämlich die 200% Ausdehnung dieser Strecke von 1 nach 4. Die wir dann nach oben ansetzen. Ja. Also, abwarten. Mich würde es gar nicht so freuen. Ich finde Billigtanken eigentlich klasse. Gut, was gibt es sonst noch zu sagen? Nicht viel. Wir haben das fertig. Ich habe die Registrierungsseite temporär immer wieder auf. Wir sind im Moment recht voll belegt, aber ich werde denjenigen, die mir geschrieben haben, heute oder morgen noch eine Mail zukommen und ihnen mitteilen, wann sie sich registrieren können. Und wer sich dann registriert hat, muss nicht zwangsläufig buchen, aber er ist dann eben in unserem Datenordner drin und dann kann er, wann immer er möchte, buchen, ohne auf eine Registrierungsseite zu stoßen, wo dann steht, sorry, wir sind aktuell voll belegt. Gut, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das ist mein Ratschlag. Aufmerksam sein und auf die Marken, die ich hier im DAX genannt habe, achten, besonders dieser Bereich, falls er angelaufen wird, also 12,947 bis 13,140, 13,156. Das könnte ein Deckel werden, weil diese Linie hier und der daraus errechnete Durchschnitt von 12,947, das muss Bedeutung haben, sonst wird das Ganze ein bisschen lächerlich. Und zur Unterseite ist klar, 76er Erholungsmarke und das Ex-Allzeithoch und gegebenenfalls, falls es richtig dippt, die 200 SMA. Ja. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, gutes Wetter. Und wir hören und sehen uns. Bis dann. Tschüss, tschüss.